Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2. Ja, es gibt mal wieder was Schönes zu zeigen. Und zwar ist ein neues Update erschienen für die Karte Hohenkirchen. Und zwar nicht nur irgendein Update, sondern ein sehr großes Update. So ein großes Update, dass es sogar schon als Version 2 von diesem Addon betitelt wird. Und das als kostenloses Update. Und das schauen wir uns jetzt heute einmal an. Da sind einige Sachen mitgeliefert, unter anderem sehr viele neue Kartenbereiche. Wir stehen jetzt hier noch in einem für uns altbekannten Bereich, nämlich an der Therme in Hohenkirchen. Aber wir werden jetzt hier eine neue Linie fahren, die uns in neue Bereiche bringt. Hier ist ja vorher immer eine Regionallinie abgefahren und jetzt haben wir hier eine der neuen Linien, nämlich die Linie 2. Das ist eine Stadtbuslinie. Es gibt insgesamt zwei solcher Linien, die nur im Bereich Hohenkirchen verkehren. Und dann gibt es noch ein paar andere neue Linien. Dazu erzähle ich gleich aber auf jeden Fall mehr. So, wir fahren die Linie 2, die geht in Richtung Neustadt. Das ist ein neuer Bereich. Da werden wir also später noch hinkommen und etwas Neues zu sehen bekommen. Und dann würde ich mal eben sagen, schildern wir hier mal eben ganz schnell und gucken mal, dass wir hier das richtige Ziel haben. Hohenkirchen, Neustadt, wunderbar. Dann noch den Motor an und etwas Zeit vorspulen. So, wir fahren ab um 16.15 Uhr. Eine Minute Zeit sollte, denke ich mal, reichen. Und dann lassen wir die Leute mal eben rein. So, hereinspaziert. Noch etwas Licht an. Hallo. Und ja, dann geht's gleich los. Genau, also es hat sich tatsächlich einiges am Liniennetz geändert. Also, danke. Es sind, wie gesagt, neue Linien mit hinzugekommen. Einmal das Stadtnetz in Hohenkirchen, aber auch im Regionalverkehr ist eine neue Linie mit hinzugekommen. Eine ganz reguläre, die fährt, glaube ich, ungefähr ja, eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Die könnten wir uns theoretisch auch nochmal anschauen und es gibt eine neue Expresslinie, die der 849 folgt. Die 849, die kennen wir ja schon. Und daher habe ich mich jetzt erstmal dagegen entschieden, dass ich die einmal zeige. Weil da werden wir hauptsächlich durch Gebiete gefahren, die wir schon kennen. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall etwas Neues einmal zeigen. So, und dann dürfen wir auch gleich einmal losfahren. Genau, also wenn ihr auf die neuen Bereiche gespannt seid, dann bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen dran. Und ansonsten gab es auch einige Linienänderungen durch neue Bereiche, auch auf den bestehenden Linien. Also da hat sich jetzt einiges getan. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel neuer Kartenbereich mit hinzugeliefert wurde, aber es ist schon tatsächlich ein relativ großer Teil. Und ich habe selber jetzt noch relativ wenig davon gesehen. Deswegen ist das jetzt auch für mich gerade eigentlich so. Oh, ist das laut. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen, Biogasanlage. Daher ist das für mich dann jetzt eigentlich auch ganz interessant, weil ich das halt noch nicht kenne. Und ihr seht jetzt quasi dann auch meinen ersten Eindruck dazu. So, was gibt's noch Neues? Ja, einige Bugfixes tatsächlich. Ein bisschen Ausgestaltungstechnik. Wurde noch etwas verbessert. Was ich auch ganz witzig fand, was im Changelog steht, wo man ja eigentlich meinen könnte, also in der Realität ist das was komplett Gegenteiliges, als es jetzt hier bei diesem Update ist. Da steht zum Beispiel noch, es wurden noch einige Schlaglöcher ergänzt. In der Realität möchte man natürlich, dass die eigentlich immer behoben werden, aber hier in der Simulation ist das dann doch was anderes. Da ist das dann doch eher der Realismuscharakter, der dann da noch herausspricht. Deswegen, das fand ich nur ganz witzig, ist mir gerade nur aufgefallen, als ich da vorhin einmal reingeschaut habe. Ja, es ist wie gesagt eigentlich ganz witzig. So. Genau, es gibt auch einen, es gibt auch eine neue Busvariante, die mit hinzugefügt wurde. Nämlich der vom Iveco Urban Way. In der 18-Meter-Variante gibt es jetzt eine Metro-Variante. An sich ist das dasselbe Modell und ich glaube, es gibt nicht wirklich viele großartige Änderungen. Die einzige Änderung dürfte eigentlich darin bestehen, dass ja der Einstieg dort an allen Türen möglich ist. Alles andere ist, glaube ich, ungefähr gleich geblieben, also es ist jetzt auch nicht so die größte
Änderung oder nicht die nennenswerteste Änderung. Aber ansonsten, es gibt auf jeden Fall einen Changelog, der mitgeliefert wurde. Da steht alles drin und ich glaube, der ist auch im Internet veröffentlicht. Das heißt, für... Ist das ein geparktes Auto? Ja, doch, es hat kein Kennzeichen. Falls ihr euch dafür interessiert und euch dann überlegt, ja, hole ich mir das Addon jetzt, könnt ihr euch da vorher einmal informieren. Es hat sich auf jeden Fall noch einiges getan, einiges Neues ist mit hinzugekommen und das Ganze sorgt dann auch noch für mehr Abwechslung. So, okay, dann halt nicht. Auch in der ganzen Umlaufplanung hat sich da noch einiges geändert. Also es wird jetzt... Es wird jetzt viel mehr auf Abwechslung gesetzt. Das heißt, man fährt jetzt nicht nur immer dieselbe Linie auf und ab, sondern es gibt auch mal viel mehr Linienwechsel, Betriebsfahrten, Pausenzeiten. Hallo. Also es ist alles etwas spannender gemacht worden. Ich kann euch jetzt tatsächlich nicht sagen, was sich jetzt hier genau an den Bereichen geändert hat. Dazu bin ich die Karte viel zu selten gefahren. Aber ich denke mal, die ganz neuen Bereiche, vielleicht fallen die mir auf. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen, Erfurter Straße. Natürlich wäre jetzt auch nochmal so ein Netzvergleich ganz gut gewesen. Wie sah das Netz vor dem Update aus und wie jetzt nach dem Update? Aber ich glaube, da gibt es ein paar andere Leute, die das auch schon in deren Videos gemacht haben. Da würde ich dann einfach mal auf die Konkurrenz verweisen. Oh. Ein oranger Ladebildschirm. Das ist, nicht gut. Es ist eigentlich nie ein gutes Zeichen, wenn hier ein oranger Ladebildschirm kommt. Mal sehen, wie stabil das Programm jetzt weiterlaufen wird. Und ja, okay, es fängt sich gerade, aber man merkt schon, die Framerate ist ein wenig gefallen. Na gut, schauen wir mal, wie das jetzt hier ausgeht. So. Ah nee, es fängt sich wieder, habe ich so das Gefühl. Okay. Ich bin hier schon einmal vorher gefahren und ich bin vorher, also... Bei den Updates ist es ja mittlerweile so, dass eigentlich der komplette Ordner wieder zurückgesetzt wird auf, also dass alle geänderten Dateien auch wieder überschrieben werden und in den Originalzustand zurückversetzt werden. Das ist alles andere als toll. Und es gibt mit, ich glaube, dem Addon Grand Paris Moulin, da ist ein extra Plugin mitgeliefert worden. Ich weiß nicht, was es macht. Ich glaube, das hängt mit dem komplizierten Anmeldesystem von den ganzen Fahrzeugen zusammen. Es sorgt auf jeden Fall dafür, dass das Programm, dass das Spiel extrem schlecht läuft. Und daher entferne ich mir das immer. Und das hatte ich beim letzten Mal vergessen. Deswegen, da war die ganze Performance dann nochmal etwas schlechter als jetzt. Nee, aber das ist so eine Sache, dass man das auch nie behoben hat, weil es reduziert die Performance wirklich deutlichst. Na? Nächste Haltestelle, Hohenkirchen Feuerwehr. Ich bin am Überlegen, das müsste dann doch hier eigentlich der Bereich sein, wo früher dann halt hier diese Regionallinie gefahren ist. Ich müsste da nochmal nachschauen. Ich hab's ja auch schon mal gezeigt. Ah, hier ist der Betriebshof. Okay, interessant. Und auch die Framerate hat sich wieder gefangen. Das finde ich auch wieder interessant. Einfach so, es gab einfach einen Punkt. Also irgendwas muss aus unserem Sichtfeld entschwunden sein. Und irgendwas wurde anscheinend entladen. Und das hat's merklich verbessert. Das ist interessant. Ja, die Objekte, die hier stehen, die sind nicht ganz... Die sind, glaube ich, nicht ganz speicherunintensiv. Also vor allem hier die Häuser. Man sieht ja schon mal den Unterschied, dass da auch viel mit schattigen Texturen gearbeitet wurde. Sehr hochauflösende Texturen. Oh, jetzt bin ich hier aber... Ach nee, wir müssen geradeaus. Ich komme hier nicht rum, glaube ich. Mist.
Okay, geht doch. Ah, okay. Hier treffen wir jetzt wieder auf die Regionallinien, aber wir fahren hier anders. Jetzt bin ich ja gespannt, was wir hier jetzt anders fahren. Irgendwann müssten wir auch zum Bahnhof kommen. Ah ne, es ist dann eh schon die nächste Haltestelle, okay. Aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und glaube, dass das hier... Ich lehne mich mal aus dem Fenster und glaube, dass das hier ein neuer Bereich ist. Ich glaube, den gab es vorher nicht. Ich glaube, wir werden jetzt hier irgendeine Querverbindung auf jeden Fall gerade mal entdecken. So, und dafür, dass wir hier eigentlich in einer bergigen Region sind, ist der Motor dann doch etwas leistungsschwächer als gedacht. Uah. Hier dürfen wir, glaube ich, keinen Einstieg an allen Türen haben. Einmal Kurzstrecke, bitte. Natürlich willst du das. Ach ja, ich glaube, was auch neu ist, das ist die Werbung an den Fahrzeugen. Oh, das sieht immer so eng aus, aber es scheint zu passen. Genau, es sind ganz, ganz viele Repaints mitgeliefert worden. Ich meine, die waren vorher nicht vorhanden. Und die fahren natürlich dann jetzt hier auch einmal über die Karte. Es ist schön, dass man dann hier auch etwas Abwechslung hat, also da gibt es dann auch einiges Neues mit anzuschauen. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen Bahnhof. Ah, okay, wir kommen hier von der anderen Seite. Ich glaube, hier konnte man dann vorher gar nicht langfahren. Und wir halten jetzt hier. Okay, auch interessant. Was steht denn jetzt hier bislang so an den ganzen Haltestellen? Ah ja, ein KI-Fahrzeug. Ah ja, sogar mit der Expresslinie. Ah, schön, okay. So. Dann wollen wir euch mal hier noch abfertigen. Ein Fahrschein, bitte. Aber hier den Urban Way, den kann man sich ja auch nochmal anschauen, was sich da geändert hat. Ich muss ja sagen, ich finde das Fahrzeug gar nicht uninteressant. Die fahren ja auch bei mir zu Hause herum. Ich habe den tatsächlich letztens erst gesehen. Ich habe aus dem Fenster geschaut und habe mich extrem gewundert. Ein Gelenkbus bei mir zu Hause herumgefahren. Da muss ja irgendwas falsch gelaufen sein. Aber ich habe mich nicht verguckt. Würde mich jetzt nur noch interessieren, auf was für einer Linie der unterwegs war. So, du fährst bitte jetzt erst noch einmal um die Kurve herum, weil... Der Pfad ist aber sehr böse gelegt. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen Stadtpark. Die Ansagen sind aber schon gefühlt etwas sehr laut, habe ich so das Gefühl. Kann natürlich auch wieder sein, dass es an meinem Headset liegt. Ich habe ja die blöde Angewohnheit, dass... Also ich bin sehr pingelig, was die Einstellungen von dem Headset angeht. Das Headset ist jetzt, glaube ich, nicht so das Beste und das merkt man auch, weil wenn man die Lautstärke versucht zu regeln, dann wabert der Sound auch immer so vom linken zum rechten Ohr rüber. Also es wird nicht auf beiden Ohren gleich lauter, sondern ich glaube, besonders in den niedrigen Bereichen ist das... rechte Ohr, glaube ich, viel, viel lauter als das linke Ohr. Und auch in dem mittleren Bereich, in dem ich das jetzt eingestellt habe, ist das ebenfalls der Fall. Und ich kann sowas absolut nicht ab. Wenn die Sounds ungleich verteilt sind auf den beiden Ohren. Das ist einfach mega unangenehm. Und deswegen, ich bin da, glaube ich, also es kann immer mal wieder sein, dass ich da halt dann gegenkomme. Da muss ich das halt immer wieder auspegeln, sodass halt die Sounds ungefähr gleich verteilt sind. Ist natürlich viel, viel einfacher, als sich ein neues Headset irgendwann mal zu holen. Aber letztendlich, das funktioniert ja noch. Die Sounds kommen ja immer noch ganz gut durch. Aber es ist halt mühselig. Und eventuell habe ich das beim Neueinstellen etwas zu laut eingestellt, weswegen jetzt die ganzen Ansagen hier so laut sind. Aber das weiß ich jetzt auch gar nicht. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen Rathaus. Und was ich auch tatsächlich nicht so toll finde, dass
Also es ist ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal, was ich nicht so toll finde, nämlich Stereo-Sounds. Es hat man bei einigen Fahrzeugen so, dass auf dem rechten Ohr der Motorsound deutlich lauter ist als auf dem linken Ohr. Weil man sitzt ja in dieser Fahrerkabine und nach links hat man ja das Fenster und hinter einem ist ja die Wand. Das heißt, der einzige Sound, der aus dem Innenraum kommt, kommt ja eigentlich auch vom rechten Ohr. Und dementsprechend ist das ja auch etwas lauter dann, also ist das ja auch, glaube ich, realistisch dargestellt, dass dann der Sound auch eher vom rechten Ohr kommt. Aber ich kann das absolut nicht ab, wenn der halt wirklich nur von einer Seite oder so kommt. Ich mag das gar nicht. Deswegen gibt es einige Fahrzeuge, die ich super ungerne wegen des Sounds fahre, obwohl ja so ein Stereo-Sound eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist. Beziehungsweise vielleicht ist der Stereo-Sound auch einfach schlecht umgesetzt oder mein Headset spinnt da tatsächlich so, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass da irgendwelche, also dass da vielleicht sogar schon ein Kabelbruch drin sein könnte. Aber ich hatte auch schon mal, also ich habe mir das Headset schon irgendwann neu geholt. Ich hatte vorher genau das gleiche. Ich hatte genau die gleichen Probleme. Ich habe mir das trotzdem geholt, weil ich das einfach, ich habe mich schon so dran gewöhnt gehabt. Ich fand den Klang eigentlich auch ganz gut. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal ein anderes ausprobiert. Das hat mich aber eher nicht vom Hocker gehauen. Deswegen, ich bin da extrem anstrengend, glaube ich, was Headsets angeht. Auch was zum Beispiel die Passform vom Headset angeht. Also es gibt Headsets, die sitzen so eng, die drücken mir gefühlt meinen Kopf sehr zusammen. Also unangenehm zusammen. Und deswegen habe ich auch dieses eine Headset, glaube ich, zurückgegeben. Also das ist, also es ist ein bisschen anstrengend, finde ich. Und wenn, dann muss das natürlich auch so ein schönes Headset sein, so über die Ohren rüber. Damit man möglichst nichts von außen mitbekommt. Ein Fahrschein, bitte. Und möglichst gut in die Welt eintauchen kann. So. Für Musik ist das natürlich auch immer was. Nee, Moment mal. Ach so, Fahrschein ermäßigt. Wollen Sie mir einen Fahrschein geben? Ja. Für Musik ist das natürlich auch immer ganz toll. Also dafür brauche ich das eigentlich, dafür bin ich... Oh, das wirkt immer so eng. Aber ich glaube, den Spiegel hat es jetzt gerade erwischt. Nee, aber dafür, ja, nehme ich dann halt auch mal etwas mehr Geld, glaube ich, in die Hand, um dann ein gutes Headset am Ende zu haben. Aber irgendwann, denke ich mal, wird es Zeit für ein neues Headset. Es funktioniert jetzt ja noch, aber es ist halt nur etwas mühselig. Ist das eigentlich ein Bug vom Fahrzeug, dass wir hier die Ansage jetzt doppelt überlagert hören? Ich weiß das aus dem Solaris Urbino von dem Metropole Ruhr Addon, dass der zumindest bei schlechter Performance des Öfteren mal die Sounds überlagert. Aber hier ist das jetzt ja auch schon häufiger so. Unser Bordcomputer dürfte ja, glaube ich, aus dem Bremen Addon stammen. Na, hatte ich das Problem eigentlich nicht. So, was fährt denn hier noch? Sind das nur noch wir als Stadtbuslinien? Nee. Dann dürften wir den Bereich hier noch kennen, denke ich mal. Die 852 ist, glaube ich, nicht die neue, sondern das ist die 853. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen. Veranstaltungsforum. Ah ja, okay, hier trennen wir uns dann schon mal von der 1. Das heißt, da kam eben der KI-Kollege her. Boah, also hier. Dieses Haus sieht schon vom Detailgrad her und von der Modernität her sehr, sehr schick aus. Aber ich glaube, es ist auch... Ich glaube, es ist auch etwas anstrengend für den Rechner, wenn hier nur solche Häuser stehen würden. Aber ich finde, das sieht echt schick aus. Wo finde ich die Objekte? Die kann ich auch auf meiner Karte verbauen. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen. Fahrplatz. Aber so ein bisschen unnatürlich sehen die Objekte... Hilfe. Also ein bisschen... Und natürlich sehen die Objekte aber auch aus, teilweise mit den ganzen Schatten. Das ist gar nicht so das, was man...
was man hier so irgendwie von dem Spiel erwarten würde. Da ist man dann doch eher so die ganzen Standardgebäude irgendwie gewohnt. Haben wir hier jetzt gerade ein... Ah ja, hier. Hier der Schuppen. Ich meine, das ist schon texturmäßig ein Unterschied von dem zu... oder modelltechnisch zu dem hier. Oh. Ich glaube, ich sollte hier nichts blockieren. Naja, ich hätte ja eh noch nicht fahren können. Die haben ja hier erstmal Vorrang. Okay, wie fahren wir denn jetzt? Wie fahren wir denn jetzt hier? Ah ja. Das ist aber hier auch interessant gemacht. DB-Werbung. Yay. Ah, ich bin letztens mit so einem IC gefahren, tatsächlich. Das ist so ein... diese Doppelstock-ICs, die eigentlich mehr Regionalzug sind als IC, war eigentlich ganz angenehm. Aber so nach 3 Stunden Fahrt oder 3 Stunden 30 Fahrt wird es dann doch irgendwann unbequem. Also so lange möchte man jetzt, glaube ich, nicht in den Dingern verbringen. Man merkt schon einen Unterschied zu den ICEs. So vom Fahrkomfort her. Ist dann doch schon deutlich angenehmer irgendwie. Also die Sitze vor allem. Da hält man es deutlich länger aus. Wobei der Sitzabstand, glaube ich, gar nicht mal vom Unterschied gar nicht mal so groß ist. Ich glaube, das müsste ungefähr identisch sein, wenn man jetzt zweite Klasse mit zweiter Klasse vergleicht. Aber ansonsten, dieser IC, der war eh eigentlich eher halb Regionalzug. Also das war einer zwischen Dortmund und Frankfurt. Und der fährt, glaube ich, bis Dillenburg als RE oder bis Siegen als RE. Und erst danach ist das ein klassischer IC. Hallo. Das heißt, man durfte den von Dortmund bis nach Siegen mit, auch mit dem Deutschland-Ticket benutzen. Das war eigentlich ganz praktisch. Hat mir ein bisschen Geld gespart auch. So. Das wirkt hier eigentlich alles eher so nach neuen Bereichen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich hier schon mal gewesen bin. Aber gut, das muss nichts heißen. Mein Gedächtnis ist jetzt eh eher aktuell etwas löchriger als sonst, gefühlt. Naja, spätestens jetzt dürfte ich den Bereich hier nicht mehr kennen. Oder das ist auch ein neuer Bereich, wo dann hier einfach die Linienführung verändert wurde. Aber schick, die Plattenbauten wurden schön eingefangen. Ja, das ist jetzt hier wirklich Plattenbausiedlung. Also wenn hier jetzt noch jemand stehen würde, das wäre schon ganz schön eng. Da bin ich mal sehr erfreut gegenüber des Mapbauers, dass da jetzt nicht auch noch irgendwie was hinplatziert wurde. Aber ich glaube, hier so in dieser Schleife könnte sich auch schon irgendwie die Endhaltestelle befinden. Ah ja. Steht hier auch auf dem Bordrechner schon. Es war dann doch kürzer als gedacht. Aber das haben so Stadtlinien an sich, dass die dann etwas kürzer sind. Ah, schick sieht das auf jeden Fall nicht aus. Dann doch lieber irgendwie sowas Farbenfrohes. Auch wenn dieses Rot-Orange auch wieder irgendwie 70er, 80er Jahre schreit. Bitte alle aussteigen. So,
Wir sind angekommen. Wunderbar. Ach, schön. Nee, aber dann haben wir jetzt auf jeden Fall hier mal was Neues gesehen. Zumindest jetzt hier eine dieser neuen Linien. Den Rest kann man sich dann wahrscheinlich später auch nochmal irgendwann anschauen. Ich finde es bis jetzt schon mal ganz schön. Finde ich auch schön, dass da nochmal wieder was Neues damit nachgeliefert wurde. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und vor allem dann in so einem Umfang. Also das ist schon beeindruckend. Aber gut. Nee, das soll es dann für heute gewesen sein, würde ich mal sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut bis dahin und tschüss.